Exil am Meer. An diesem Morgen sah Vadomar zum ersten Mal das Meer, das die Römer Mare Nostrum nannten. Er war aus der Residenz seines Gastgebers am Morgen aufgebrochen, um zum Hafen der Stadt zu gelangen. Senator Praxilus hatte ihm seinen Hausklaven mitgegeben, damit der ihm den Weg zum Meer zeigte. Sie waren durch die Hauptstraße zum Hafenbecken gelangt und hatten sich auf einem der Landestege begeben, argwöhnisch beobachtet vom Hafenmeister. Der kannte Severus als Sklave des Senators, aber Vadomar in seinem germanischen Tracht, so vornehm wie er auch war, war ihm suspekt. Es gab hier keine germanischen Hilfstruppen, die waren meist in den Grenzregionen eingesetzt. Aber die beunruhigenden Nachrichten von den Barbaren, die die Grenzen des Römischen Reiches berannten, waren bis hierher vorgedrungen. Und Barbaren waren doch vor allem an einem interessiert, an den Schätzen des Reiches. Vadomar ignorierte den Hafenmeister hier auf dem Landesteg, was ihm auch leicht fiel. Denn das Meer zog ihn in seinen Bann. Vor ihm erstreckte es sich fast über den ganzen Horizont. Unter dem blauen Himmel, über den nur wenige Wolken langsam zogen, spannte sich eine glitzernde Wasserfläche, die alles verbarg, was sich unter ihr befand. Den Geruch nach Wasserpflanzen kannte er schon vom Rhein. Hier aber am Mittelmeer war er ungleich stärker. Eine Brise trug ihn von Ferne heran und überdeckte die sich aus vielen Quellen speisenden Gerüche der Stadt hinter ihm fast völlig. Hinzu kam das Rauschen der ans Ufer schwankenden leichten Brandungen. Wie würde das Meer erst gegen das Land schlagen, wenn es wütend war, kam ihm in den Sinn. Man brauchte den Beistand der Götter, wenn man dieses Meer bereisen wollte. Das war hart. Die Wellen schienen ihm das zuzuflüstern zu wollen. Doch er verstand sie nicht. An einem Landesteg waren zwei bauchige Frachtschiffe verteut. Eines war am gestrigen Tag eingetroffen und würde, wenn die Winde günstig waren, bald wieder aufbrechen. Was werden sie laden? Fragte Vadomar Severus neugierig. Sie werden vermutlich mit Silber beladen, Herr, aber auch mit Wein und Oliven. Und wohin fahren Sie? Die meisten fahren direkt nach Ostia, den Hafen vor den Toren Roms. Ich will etwas trinken, sagte Vadomar. Das Meer macht durstig. Er lachte über dieses Wortspiel und selbst der sonst beherrschte Sklave erlaubte sich ein kleines Lächeln. Die Wirte werden uns hoffentlich keinen sauren Wein einschenken. Nicht, wenn ich dabei bin, Herr. Hier kennen mich alle als Diener des Senators und wollen es nicht mit ihm verscherzen, indem sie einen seiner Gäste schlecht bedienen. Das ist gut, das ist sehr gut, sagte Vadomar zufrieden. Und so setzte sie sich vor eine Taverne am Hafen, die an diesem Morgen noch recht leer war. Von dort konnten sie das Meer und den Hafen beobachten. Der Wirt wurde beim Anblick von Severus sehr freundlich und beeilte sich, beiden den besten Wein in Trinkschalen vorzusetzen. Der Wein war schwer und schmeckte noch im verdünnten Zustand sehr süß. Dazu aßen sie noch Fladenbrot, das sie mit einer scharfen Gemüsetunke würzen konnten. Was Vadomar insgeheim gehofft hatte zu sehen, trat nun ein. Drei Ochsenkarren, die von mit Speeren und Kurzschwertern bewaffneten Reitern begleitet wurden, trafen am Hafen ein. Die Reiter stiegen nicht von den Pferden, sondern beobachteten die Umgebung aufmerksam. Auf jedem Karren befanden sich zwei von auf Stroh gelagerte Kisten. Auf denen befand sich das Siegel des Römischen Reiches. Ist es das Silber? Fragte Vadomar Severus, nur zur Bestätigung, denn es konnte nicht anders sein. Ja, Herr, darin befindet sich das Silber aus den Minen in den Münden des Landes.
Der Transport wurde auch von einem römischen Beamten begleitet, der nun von seinem Pferd abstieg, aber immer noch auf dem hohen Ross zu sein schien. Auf seinem Wink ruhten nun zwei der Fuhrwerker um das Stöhnen jeweils eine Kiste vom Wagen herunter und trugen sie über den Laufsteg zum Schiff, das weiter draußen vertreut war. Dort wurden sie von zwei wurde die Kiste von zwei Seeleuten entgegengenommen und im Bauch des Schiffes verstaut. So wurden die sechs Kisten verladen. Die Fuhrwerke traten ihren Rückweg an, doch die Bewaffneten blieben noch. Sie stiegen nun ab, zwei gingen zum Schiff, während die anderen sich vor einer Taverne sitzte. Im Moment frischt der Wind aus dem Landesinneren auf, Herr. Das Schiff könnte bald auslaufen, erklärte Severus ungefragt. Ich habe nicht vor, so lange hier zu sitzen und zu warten. Wie ihr wünscht, Herr, sagte Severus ungerührt. Valdemars Gedanken beschäftigten sich mit der wertvollen Fracht im Handelsschiff. Aus dem Silber werden wohl Denare geprägt, um die Legionäre zu bezahlen, aber auch die Stammesbrüder, die im Heer dienten. Die Feinschmiede würden zu Hause im Alemannenland die Münzen einschmelzen, um daraus Fibeln oder einen Halsring zu fertigen. Einen Halsring, wie ihn einst Valdemar selbst trug, als Zeichen seiner königlichen Würde. Aber nun war er hier in Hispanien schon lange im Exil. Ein König ohne Untertanen, aber schlimmer noch, ein Heerführer ohne Soldaten, ohne die Möglichkeit, Ruhm, Ehre und Beute zu erlangen und ganz auf die Gnade der römischen Kaiser angewiesen. Er hatte sich mit Briefen immer wieder an den Hof der Kaiser gewandt, mit der Bitte, sich doch rehabilitieren zu dürfen und bisher keine Antwort bekommen. Der Senator, der sich immer wieder für ihn verwendete, machte ihm jedoch Hoffnung. Valdemar schaute wieder auf das Meer hinaus. Es schien endlos zu sein. Aber es wurde von allen Seiten vom Römischen Reich eingeschlossen. Er wusste nicht, wovor er mehr Respekt haben sollte. Vor dem Meer oder dem Römischen Reich. Aber das Römische Reich mit den Kaisern konnte man verhandeln. Das waren Menschen. Doch die See gehorchte nur den Göttern. Valdemar stand auf. Der Anblick des Meeres bedrückte ihn zusehends. Dem Wirt drückte er das Geld in die Hand, bevor der etwas sagen konnte, dass ein Gast des Senators seine Zeche nicht zahlen musste. Der bedankte sich beinahe überschwänglich. Severus, der Sklave, sagte dazu nichts und erhob es ebenfalls. Valdemar hatte sich den Weg hier unter den Hafen gemerkt und ging nun durch die belebten Straßen voran. So kamen sie zurück zur Stadtresidenz des Senators. Vor dem Tor stand da ein Pferd eines Reiterbotens. In der Aula trafen sie den Senator. Der Bote stand neben ihm. Der Bote war noch recht frisch, es war auch noch, was mich weiter verwunderte, denn es war ja noch Vormittag. Baxillus, der war sehr erfreut. Vor ihm lagen Briefe, die er schon geöffnet hatte, um eventuell dem Boten einen Antwortbrief mitzugeben. Der Bote hat ein Schreiben für dich dabei, mein Freund. König Valdemar, fragte der Bote der Form nach. Der Titel hörte sich in Valdemars Ohren seltsam an, doch er bejahte. Der Bote verneigte sich förmlich und überreichte ihm eine Schriftrolle. Sie trug das kaiserliche Siegel. Valdemar brach es auf und las das Schreiben. Seine Miene hellte sich auf. Endlich, Kaiser Valens will mich wieder in Dienst nehmen, sagte er zu seinem Gastgeber. Ich werde nach Venetien beordert. Ich soll dort als Dux die Truppen befehlen. Das ist doch die Nachricht, auf die du gewartet hast, mein Freund.
Aber Phönizien, wo liegt das nochmal? Baxius wurde ernst. Das liegt auf der anderen Seite des Mittelmeers. Es ist eine Küstenregion, aber nahe am Reich der Perser, sagte er ruhig. Wie soll ich dorthin gelangen? Etwa übers Meer? Warte mal, konnte seine Furcht nicht ganz verbergen. Nein, mein Freund, das ist nicht notwendig. Du wirst mit dem Boden reiten. Valdemar war erleichtert, auch wenn die Reise sehr lange dauern wird. Dann sollten wir sofort aufbrechen, rief er. Und so verabschiedete er sich von seinem Gastgeber. Er ritt an der Seite des Boten einer ungewissen, aber hoffentlich ruhmreichen Zukunft entgegen, in der das Meer ihn womöglich für immer begleiten würde. Thank you.